Ganz kurz im Voraus, bevor ich hier zum eigentlichen Thema komme. Jemand hatte gestern geschrieben zu meinem letzten Video, ich würde Kommentare löschen. Das stimmte gestern absolut nicht. Ich habe gestern sehr, sehr viele Kommentare gekriegt, überraschend viele, aller Art. Ich habe keinen einzigen gelöscht, weil jetzt niemand irgendwie beleidigend war oder so. Selbst wenn sie anderer Meinung waren, okay, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Aber ich habe keinen einzigen Kommentar gelöscht. Allerdings habe ich gegen Abend eine Message von YouTube erhalten, dass YouTube selber diverse Kommentare löschte oder dabei ist zu löschen. Das passiert sehr, sehr häufig. YouTube macht das selber. Ich weiß nicht, wie der Algorithmus geht, aber da müssen wohl irgendwelche Schimpfwörter oder weiß ich nicht, antisemitischen voll die Sachen, ne, unterwegs sein in diesen Kommentaren und die werden dann von YouTube selber rausgenommen. Also, wessen Kommentar gestern nicht veröffentlicht wurde, fällt unter diese Kategorie YouTube. Dann ist es mir heute passiert, dass ich einen Kommentar bekommen habe auf einen Short. Nämlich vor ein paar Tagen habe ich einen Short auf YouTube gestellt, der so ein Modell vom Jerusalemer Hadassah Ein Kerem Krankenhaus zeigt. Allerdings ist das nicht das ganze Krankenhaus. Das Krankenhaus ist so groß, das sieht aus wie eine Stadt. Die haben da viel, viel mehr Gebäude. Jedenfalls habe ich darauf heute einen Kommentar bekommen, ich glaube es war heute oder gestern Nacht noch, weiß ich nicht mehr, dass die Krankenhäuser oder zumindest ein Krankenhaus im Gazastreifen viel besser aussehen würde als Hadassah Ein Kerem Hospital hier in Jerusalem. Und dass das da alles viel besser wäre oder gewesen sei, bis diese faschistische israelische Armee gekommen ist und das Al-Shifa Hospital in Gaza City zerstört hat oder halbwegs zerstört hat. Den Kommentar habe ich veröffentlicht, ist ja nichts dabei, nicht beleidigend oder so, wenn auch ein bisschen skurril. Und ich habe darauf geantwortet, dass das Hadassah Ein Kerem Hospital hier in Jerusalem eigentlich einen Weltruf hat. Vor allem die Onkologie ist auf der Forbes-Liste oder Newsweek oder irgend sowas wird erwähnt. Und dass kein einziges Krankenhaus in Gaza da mitkommt, vor allem nicht technologisch oder mit dem Wissen oder überhaupt. Und auch niemals so sein wird. Und vor allem wurden die Krankenhäuser in Gaza von der israelischen Armee eingenommen. Also und dann wieder sozusagen gesäubert und dann wieder natürlich den Patienten und den Ärzten übergeben. Aber es ist so, dass die Krankenhäuser in Gaza alle, nicht nur Al-Shifa, zur Terrorstation geworden sind. Es gab unterirdische Tunnel der Hamas. Die Hamas hat dort Raketenabschussstationen gehabt. Es wurden Waffen noch und nöcher, Waffen, Munition, alles wurde dort gelagert. Und vor allem im Al-Shifa Hospital in Gaza wurden auch in unterirdischen Tunnel israelische Geiseln gehalten. Also die Krankenhäuser im Gazastreifen dienen sozusagen auch als Terrorloch der Hamas. Viele Ärzte machen da mit, andere wieder nicht. Und ich habe vor einiger Zeit mal ein Bericht gelesen, ein Online-Bericht, da war ein britischer Arzt, ein junger Arzt, der hat da wohl in Al-Shifa irgendwie so ein Praktikum gemacht oder sowas. Und da ist ihm aufgefallen, dass diese Hamas-Terroristen ein und aus sind und immer unterirdisch verschwunden sind. Und da hat er einen der Ärzte gefragt, was da denn los ist. Und da meinte dieser Arzt zu ihm, stell keine Fragen, schau da nicht hin und forsch da nicht nach, sonst bist du tot. Okay, das war meine Antwort. Und dann kam ein Kommentar zurück, den habe ich gelöscht.
Heute. Weil die gleiche Person hat die Hamas in den schillerndsten Farben beschrieben. Als Befreier, als was weiß ich. Das Skurrile war, und das fand ich eigentlich recht witzig, dass diese Person gefragt hat, woher ich denn das alles wüsste. Mit der Hamas und der Munition und den Raketenabschussrampen und sowas. Hat es aber nicht bestritten. Aber wenn ich das wisse, dann müsste ich ja Teil der israelischen Armee sein und quasi da mit das als Schiffer Krankenhaus eingenommen haben vor ein paar Monaten und dementsprechend da alles zerstört haben. Also ich bin praktisch, nur wenn ich israelischer Soldat bin, dann kann ich das wissen, was die Hamas da macht. Und das fand ich eigentlich ganz witzig, mich da zu beschuldigen, ne? Ich bin Teil der israelischen Armee und war da jetzt in Al-Shifa oder so und hätte da mitgemacht, diese Terrorzelle auszuheben. Ja, wenn ich vielleicht ein bisschen jünger wäre und mein Gesundheitszustand nicht so desolat wäre, dann wäre ich vielleicht bei der Armee und hätte da mitgemacht. Wer weiß. Aber das fand ich schon ganz witzig. Tatsache ist, dass nachdem die israelische Armee das ganze Zeugs gefunden hat, das durch alle Medien ging. Da brauche ich nicht dabei sein. Das sehe ich überall. Das ging durch die Weltpresse von den USA bis hierher, bis sonst wohin. Das kann man auch auf jeder Social Media, auf YouTube, auf überall kann man das sich alles anschauen. Da brauche ich jetzt nicht daneben stehen und in diesem Krankenhaus sein. Das nur dazu. Warum ich den Kommentar gelöscht habe, ist, weil ich keine Lust auf jemanden habe, der die Hamas verherrlicht, der Israel komplett beschimpft und vor allem den 7. Oktober dadurch einer Lächerlichkeit preisgibt. Das wäre genauso, wie wenn ich einen Kommentar veröffentliche von Josef Mengele oder so, der seine der Auschwitz verherrlicht oder jetzt irgend sowas mal angenommen, ne? Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon einige Jahre her, ich hatte mal solch einen Kommentar von jemandem aus einer sehr, sehr, sehr hochrangigen Nazi-Familie. Also mich hatte auch schon Rainer Höss angeschrieben, aber das war jetzt jemand anderes und hat mich gefragt, ob ich da in einer bestimmten Art und Weise helfen kann. Ich war so erschrocken, ich war so geschockt. Ich habe darauf nie geantwortet und ich habe den Kommentar auch nie veröffentlicht. Aber das ist mir auch schon passiert. Aber jetzt da die Hamas, eine Terrororganisation, zu verherrlichen, das wäre genau das Gleiche, wenn mir jemand von ISIS schreibt oder Al-Qaida oder was weiß ich. Sowas gibt es bei mir nicht. Genauso habe ich übrigens heute einen weiteren Kommentar gelöscht. Das war höchst christlich. Da ging es dann wieder richtig zur Sache mit Bibelsprüchen oder so. Das hier ist ein jüdischer Kanal und wer irgendwas sagen will, kann das gerne sagen. Aber der braucht hier nicht mit irgendwelchen komischen, wilden christlichen Zitaten, weiß ich nicht. Also es war schon ziemlich happig, was da gesagt wurde. Das war nicht nur Zitate, das war irgendwas, was weiß ich. Aber egal, das nur so im Voraus, damit die Leute Bescheid wissen. Jetzt habe ich schon 10 Minuten damit verplappert. Aber ich wollte das unbedingt mal loswerden. Jetzt zu den Überlebenden des Nova-Festivals vom 7. Oktober, dem Musikfestival. Und es gibt auf Social Media und auch so Websites und so, ich will jetzt nicht genau sagen, was es ist. Ich habe mich bei dem einen eingeschrieben. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die mich akzeptieren. Es geht da um Überlebende oder um Hinterbliebene, deren Angehörige am 7. Oktober da bei diesem Festival umgebracht worden sind, massakriert worden sind von der Hamas. Und ich habe es einfach mal versucht. Ich habe das durch Zufall gefunden, habe das versucht und habe gesehen, dass da eh schon eine Menge Mitglieder sind bei dieser Website. Und
Habe ich es halt mal versucht und ich wurde sogar aufgenommen. Aber ich werde jetzt nicht sagen, wo das ist, weil du hast halt irgendwelche Idioten, ne? Wie hier die Hamas-Verherrlichung oder sowas, die schreiben sich da auch noch ein und fangen da irgendwie an rumzupöbeln und Hamas und so über alles. Und sowas will ich halt nicht. Aber es gibt diese Website und auf dieser Website, da gibt es eine Menge Fotos von den Überlebenden und auch von den von der Hamas massakrierten Leuten, die da bei dem Musikfestival waren. Und es geht darum, dass Hinterbliebene, vor allem Eltern, Fotos von ihren Kindern, die da umgekommen sind, da auf die Website stellen und fragen, wer sie gesehen hat, wer dazu vielleicht was sagen kann, wie das alles passiert ist und was da passiert ist, ob denn jemand gesehen hat dort, vielleicht irgendwelche Auskünfte geben. Denn die Eltern möchten irgendwie auch wissen, was da in den letzten Minuten passiert ist, bevor ihr Kind da umgebracht wurde. Oder es sind auch Leute dabei, Überlebende, die stellen Fotos von, weiß ich nicht, Polizisten rein oder anderen Leuten, die ihnen geholfen haben. Und die möchten die einfach nur finden und sich bedanken. Und all solche Sachen sind halt da drin. Und Geschichten und Erlebnisberichte, alles Mögliche. Jetzt habe ich, und das hat mich sehr, sehr geschockt, vor 2 Tagen war das, glaube ich, sowas, hat jemand reingeschrieben, ein Post, dass derjenige gehört hat, dass sich, ich weiß nicht wie viele, ein paar oder wenige vielleicht, ich weiß nicht, es gab keine Zahl, jedenfalls, dass sich einige dieser Überlebenden umgebracht haben. Wir haben Selbstmord begangen, weil sie mit dem Trauma vom 7. Oktober nicht zurechtgekommen sind. Und das fand ich sehr, sehr erschütternd. Gleich nachdem das passiert ist, konnten sich die Überlebenden melden. Natürlich hier zuerst mal bei der Biturachleomie, bei der Sozialversicherung. Und die haben da Geld bekommen und so, finanzielle Hilfe. Und die Krankenkassen haben sofort Traumabehandlungen angeboten, durch Psychologen, Sozialarbeiter, alles Mögliche, damit jeder Hilfe bekommt, über dieses Trauma hinwegzukommen. Und das habe ich halt vorgestern dort gelesen, dass sich wohl einige, dass einige nicht damit zurechtgekommen sind und Selbstmord begangen haben. Wie viele, weiß ich nicht. Ich habe keine Zahl, war keine Zahl, weiß ich nicht. Ich habe davon auch noch nie was gehört. Und da hat nur jemand in die Runde gefragt, ob das stimmt. Und Leute meinten, dass das stimmt. Und dann fragte da jemand, warum hört man davon in den Medien hier nichts? Und es geht wohl darum, dass die Eltern der Betroffenen das nicht publiziert haben möchten. Nicht jetzt aus Scham oder so, sondern einfach, man will damit nicht in die Medien, einfach weil das alles viel zu schmerzhaft ist und nochmal aufzurollen und erst passiert denen das, den Kindern und dann, weiß ich nicht, kommen sie nicht mit dem Trauma zurecht und man geht damit einfach nicht in die Medien und das ist hier auch noch nie in den Medien irgendwo erschienen, jedenfalls nicht meines Wissens, für mich war das auch neu. Und andere Leute waren da auch geschockt, aber es soll wohl zu einigen dieser Situationen gekommen sein. Was ich sehr, sehr schlimm finde. Aber was soll ich sagen? Ich war nicht dabei. Ich kann mich nicht in diese Situation versetzen. Ich habe also es gibt 2 große Berichte hier in Israel. Die habe ich auch schon mal irgendwo verlinkt. Die berichten von diesem Nova-Festival, wie da zuerst getanzt wurde und so, und dann morgens um 6:30 oder sowas. Am 7. Oktober fing dann an, die
Raketen zu fliegen und die Hamas durchzubrechen durch die Grenze. Und haben begonnen, alle möglichen Leute umzubringen. Nicht nur umzubringen, sondern zerstückelt, Körperteile abgeschlagen, Frauen vergewaltigt und was weiß ich alles. Ja, ich kann mich nicht in diese Situation versetzen und bin da auch kein Besserwisser oder Experte. Ich war da nicht dabei. Und ich will da auch keine Schlüsse ziehen oder so, weil ich kann mich echt nicht in diese Situation hineinversetzen. Ich habe nur diese zwei längeren Fernsehberichte aus dem israelischen Fernsehen gesehen und mir reicht das eigentlich schon, wenn ich in die Gesichter der Leute schaue, die sich da versteckt hielten, die, was weiß ich. Du brauchst nur in die Gesichter zu schauen, du brauchst nur in die Augen zu schauen. Und die Augen zeigen pure Angst. Und das hat mir eigentlich schon gereicht. Und da will ich nicht rum besser wissen oder jetzt irgendwelche Sachen, irgendwelche Schlüsse ziehen, wie gesagt, oder so. Ich bin da kein Experte. Experte sind die, die dabei gewesen sind und nicht jemand anders von außen. Aber ich finde es sehr, sehr schlimm, dass offensichtlich, oder ich weiß es nicht, sich vermutlich einige Überlebende da das Leben genommen haben, weil sie mit dem Trauma nicht zurechtkommen. Das fand ich sehr, sehr, also das hat mich schon echt geschockt zu hören. Und ich wollte das hier einfach nur mal so wiedergeben, denn diese Leute werden das ihr Leben lang natürlich nicht vergessen. Und vor allem die Geiseln, die da jetzt noch in Gaza sind bei der Hamas, wo sogar die New York Times geschrieben hat, dass da Vergewaltigungen und so der weiblichen Geiseln an der Tagesordnung ist und was da alles abläuft und so. Wenn diese Leute wirklich lebend zurückkommen sollten, sage ich mal, dann wird ihr Leben nicht mehr so wie früher sein und sie werden ein Leben lang, weiß ich nicht, so ein Trauma haben oder so. Einige werden vielleicht sagen, oder so, jeder geht ja damit dann anders um, ne? Manche haben dann ihr volles Trauma und so und andere versuchen das vielleicht zu verdrängen, kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Aber das ist schon sehr, sehr gravierend. Ich habe dann auch mal vor einiger Zeit irgendwo in den deutschen Online-News irgendeinen Kommentar gelesen, da hatte jemand geschrieben, da wären ja gar nicht so viele Leute, da wären ja vielleicht nur 3 bis 6 Leute oder so bei diesem Musikfestival umgebracht worden, weil man würde ja gar keine Bilder der Toten sehen. Also es werden ja gar keine Namen veröffentlicht oder Bilder. Das mag vielleicht in Deutschland der Fall sein, hier in Israel ist das anders. Hier wurde alles veröffentlicht, alle Namen, alle Bilder, alles Mögliche. In Tel Aviv, ich glaube, dass die Ausstellung noch läuft. Läuft eine Ausstellung, da werden persönliche Sachen der Toten ausgestellt. Also alles so, was da noch übrig war bei diesem Musikfestival, Schuhe und Sandalen und alles Mögliche, Klamotten, was niemand mehr abgeholt hat. Und auch verbrannte Autos und all solche Sachen. Ich weiß nicht, wo diese Ausstellung läuft in Tel Aviv, aber ich weiß auch nicht, ob die Ausstellung noch läuft. Aber auch wer jetzt da irgendwie hinfährt, in diese Gebiete von diesen Kibbuzim und wo das Musikfestival war, muss man sich natürlich vorher anmelden. Da kann man nicht einfach so hinfahren. Das sind so Gruppenführungen. Muss man sich eine ganze Zeit vorher anmelden, kostet recht viel Geld. Und da sieht man natürlich auch die ganzen Bilder und alles Mögliche. Also hier in Israel wurde das alles veröffentlicht. Und wer sagt, da sind nur 3 bis 6 Leute vielleicht mal kurz so von der Hamas erschossen worden oder so, der hat einfach den letzten Schuss nicht gehört. Das ist einfach menschenverachtend, wenn solche Sachen kommen. Also hier wurde alles veröffentlicht und hier wird auch alles veröffentlicht.
Und natürlich sind hier die Hinterbliebenen und alle möglichen Leute oder Überlebende, alles Mögliche, die hier darüber reden, die hier in den Fernsehnachrichten sind oder überall oder Vorträge geben und wirklich darüber reden, wie das da war. Und die denken sich das nicht nur aus. Und natürlich gibt es diese zwei großen israelischen Fernsehberichte. Die sehr, also ich bin froh, dass ich nicht dabei gewesen bin. Niemand wünscht sich da dabei gewesen zu sein. Aber irgendwelche Behauptungen aufzustellen und irgendwelche schwachsinnigen Sachen, von denen man keine Ahnung hat und wo man dann irgendwelche, weiß ich nicht, Mutmaßungen anstellt und ja, kann das wirklich gewesen sein und so. Solche Leute sind das dann auch meistens, die irgendwie den Holocaust verleugnen oder so. Jetzt, kurz nach Pessach, ist in Israel der nationale Holocaust-Tag, Yom HaShoah. Und eine Woche später sowas, der Gedenktag an gefallene Soldaten und Terroropfer. Und das wird wohl dieses Jahr sehr, sehr intensiv werden. Und was man da nicht braucht, ist irgendwelche Vollidioten aus dem Ausland, die sagen, das hat nicht stattgefunden, die Hamas sind die Größten. Wer sowas sagt, der verherrlicht auch ISIS, die da Leuten die Köpfe abgeschnitten haben und was weiß ich, oder abgesäbelt haben, enthauptet haben. Das hat ja die Hamas am 7. Oktober auch gemacht. Man braucht da keine bescheuerten Bemerkungen von Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben oder die das nicht wahrhaben wollen. Oder wir haben schon ganz andere Dinge erlebt und wir haben schon ganz andere Dinge gesehen. Ich bin froh, dass ich das nicht gesehen habe am 7. Oktober. Aber sehr, sehr viele Leute hier befinden sich noch, auch die Helfer von damals, die von Saka, die die ganzen Leichen sozusagen eingesammelt haben, die von dem Blutgestank und Leichengestank berichtet haben. Und sie hatten noch nicht mal so viele Leichensäcke dabei, dass die mussten Leichensäcke nachbestellen. Und dann hat man Babys gefunden, die irgendwie so auf einem Haufen lagen und zu Asche verbrannt sind oder halb zu Asche verbrannt sind oder all solche Sachen. Mir braucht hier niemand irgendwelche bescheuerten Kommentare zu sowas schreiben. Von mir aus kann er das anzweifeln in seinem kleinen Zimmerchen, aber nicht hier. Weil das ist genauso, wenn einer mir schreibt, es hat kein Auschwitz gegeben. Also so, mit solchen Sachen befasse ich mich nicht, habe ich keine Lust, habe ich keine Zeit und ich habe andere Probleme in meinem Leben, um mich mit irgendwelcher paranoiden Scheiße von diversen Leuten auseinanderzusetzen. Die sollen dann ihre Scheiße woanders loswerden oder jedenfalls hier nicht. Ja, das wollte ich eigentlich nur mal gesagt haben. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr geschockt, dass es wirklich oder offensichtlich vielleicht solche Fälle gibt, in denen sich Leute das Leben genommen haben aufgrund dessen vom 7. Oktober. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Abend.